Bolivien ist ein Land mitten in Südamerika und es ist der Schauplatz des Actionspiels Ghost Recon Wildlands. Darin kämpft der Spieler als eine Art verdeckter Superpolizist im Auftrag der USA gegen Drogenkartelle. Das große Ziel ist es, den unheimlichen Boss, einen gewissen El Sueno, zu finden und auszuschalten. Spieler können die Kampagne wahlweise alleine oder mit drei Kumpels im Koop-Modus absolvieren. Wildlands will eine Handlung erzählen, lässt dem Spieler aber viele Freiheiten. So kann die Reihenfolge der Missionen in typischer Open-World-Manier selbstbestimmt werden und auch innerhalb der Einsätze hatten wir beim Anspielen bereits viele Möglichkeiten. Wir konnten uns etwa in eine feindliche Basis schleichen, in Rambo-Manier schwer ballernd einen Überraschungsangriff starten oder mit dem Auto als Rambock vorfahren. Ein echtes Highlight von Wildlands ist das virtuelle Bolivien. Die Landschaften sind enorm abwechslungsreich. Es gibt karge Hochplateaus und schicke Seen, ebenso wie Dschungel und fast europäisch anmutende Wälder. Bei unseren sehr ausführlichen Probeeinsätzen hat Ghost Recon Wildlands einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen als erwartet. Die Kämpfe wirken rund. Die Welt sieht klasse aus und die vielfältigen Möglichkeiten mit dem riesigen Fuhr- und Flugpark dürften für viel Abwechslung und taktische Tiefe sorgen.